und herzlich willkommen zurück hier bei Jurassic World Revelation. Heute wieder zusammen mit meinem Kumpel Hale. Hallo. Hi. Ja, jetzt habe ich gerade vergessen gehabt, wie das Spiel heißt. Das Modpack. Ja, das kommt in den besten Familien vor, du. So, ich habe eben mal ein bisschen angefangen, hier die Kisten so durchforschen. Und ja. So ein bisschen, ich glaube, ich trage jetzt mal alles, was mit Stein zu tun hat, nach unten. Und alles andere werde ich dann hier oben einlagern, in einer Holzkiste. Ja? Ich muss Bronze herstellen, habe ich gerade gesehen. Ja, mach das mal. Ja, du hast auch ein komisches Gerät gefunden, gell? Ein komisches Gerät? Ja, komisches Werkzeug, ein Paxel. Ach ja, genau. Ich habe nach Obsidian geguckt, warum das nicht funktioniert. Also es ist tatsächlich hier in der Config nicht drin. Dann können wir uns kein Osmium-Tinkers-Werkzeug herstellen. Aber jetzt mir auffallen, dieses Paxel. Und ein Paxel ist ein Zwischending aus Osmium-Axt, Pick-Axt und Schaufel. So ein All-in-One-Gerät, sehr interessant. Ja, aber du kannst auch trotzdem Osmium-Werkzeug aus Tinkers herstellen, oder? Nein, eben nicht. Wenn man Tinkers eingibt, ist da kein Osmium drin. Also ich sehe auch das Rezept nicht. Deswegen verschmelzt der Ofen das auch nicht. Also die Configs sind echt komisch. Ich verstehe das nicht, ehrlich. Ich habe auch schon überlegt, ob wir die jetzt anpassen, aber andererseits, wir können ja jetzt nicht hier die kompletten Configs abändern von der Mod. Wäre halt schlecht, weil wir euch ja eigentlich die Mod zeigen wollen und nicht eine komplett abgeänderte Mod. Ja, das wäre doof. Deswegen mache ich jetzt einfach Bronze und dann gucken wir mal, wie weit wir mit der Bronze kommen. Bronze wird hergestellt, indem man Eisen und Zinn zusammen verschmilzt im Smeltery. Dann kommt, wie man hier sieht, Bronze raus. Da habe ich jetzt auch ziemlich viel gemacht, das war vielleicht zu viel, aber das ist egal, weil wir können sie auch zur Not wieder einschmelzen. Ich hätte gerne einen Timer, deswegen muss ich jetzt dringend Redstone abbauen. Und sobald wir hier einen Timer an dieses Ding stellen, der ein Redstone-Signal abgibt, dann können wir hier automatisiert abfüllen lassen. Das klingt doch sehr super gut. Das ist auch super gut. Wo hast du denn jetzt die Kohle hingelegt? Die habe ich noch einstecken. Ja. Aber auch in verschiedenen Kisten sind auch noch Kohle, also ich habe nicht alles einstecken. Muss man hier so ein bisschen durchgucken. Ah, ich habe was gefunden. Guck mal hier, dann haben wir noch einen Stack dazu. So, ich habe jetzt auch die Bronze, dann kann ich... Ach Mist, ich bin ja wieder ein Held. Ich muss doch natürlich die Waffenteile herstellen, das Bronze. So, hier oben tun wir erstmal alles mit Holz rein. Das ist eigentlich auch Holz. So, dann habe ich hier noch ein bisschen... Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich bin noch beim Haus umbauen. Das Haus umbauen ist doch aufwendiger geworden, wie ich gedacht habe. Naja, wenn man halt auch eine Villa haben will, dann braucht das halt ein bisschen mehr. Ja, ich mach das mal so. Und dann werde ich, glaube ich, mal die ganzen Werkzeugsachen von den Nachbarn rauswerfen jetzt langsam. Ja. Also ich muss jetzt sagen, nichts gegen den Mod-Ersteller von dieser Mod hier. Die Mod ist schön, die gefällt mir. Muss ich ehrlich zugeben, aber so als Anregung, falls er mal diesen Stream hier verfolgt und es irgendwie ins Englische übersetzt bekommt, er sollte sich noch ein bisschen mit den Config-Dateien und so beschäftigen und den Skripten im Vergleich zum DNS Tech Pack, das ist halt echt richtig, richtig gut. Also der Macher vom DNS Tech Pack, der hat da wirklich Hirnschmalz reingesteckt. Und hat da auch wirklich sich auf die Config-Dateien spezialisiert und bearbeitet. Da merkt man schon, da steckt sehr viel Know-how drin und Erfahrung, glaube ich. Ausgewogener einfach. Ja, also die Config-Dateien mussten wir jetzt, wir haben ja ein paar austauschen müssen, weil sonst konnten wir überhaupt nicht arbeiten. Werden wahrscheinlich jetzt viele sagen, Cheater und so, Leute. Das ist kein Cheaten, also ich bitte euch. Ja, ich tue es die Sachen mal noch nicht in den Ofen rein. Ich lagere die jetzt erstmal hier zwischen. Aber ich brauche Fackeln. Du hast alles an Dings mitgenommen, ja, ne? Hm? Du hast alles mitgenommen. Alles an was? Kohle. Ich habe gar keine Kohle mitgenommen.
Oh, ich bin in der falschen Kiste. Ah, okay. Sorry, mein Fehler. Ich habe aber Kohle, ich habe ziemlich viel Kohle in die Öfen gestopft, das muss ich zugeben, ja. Alles gut, ich habe Fackeln. Ich kann wieder runtergehen zum Weiterfahren. Gut, ich bin hier noch am Ausbauen und ich möchte gerne, dass wir das dann hier auch nachher fertig haben. Ich habe so ein bisschen versucht, den Baustil hier beizubehalten, aber es ist ein bisschen schwierig, weil das halt auch nicht mein Baustil ist. Oh, Scheiße! Irgendwas ist explodiert. Ja, da ist noch sowas, das war ein Creeper. Ich bin es gewohnt vom DNS Modpack, dass uns Creeper einen Schaden zufügen. Eigentlich bei Tinkers deaktiviert. Wir vermuten, nee, nicht von Tinkers, sondern von, wie heißt gleich diese Zusatzmod? Iguana. Iguana Tinker Tweaks. Was man nämlich nicht, wenn so ein Creeper explodiert, wobei ich jetzt hier gerade vollkommener Mist, natürlich kann man auch sterben bei DNS TechPack. Es geht nur nichts anderes kaputt, das ist der große Unterschied. Und genau das ist ja hier auch passiert. Da haben wir wieder einen Krempel zusammen. Was ist denn kaputt gegangen? Ich bin getotet worden. Ach, du bist getotet worden. Ja, doch, hier ist was kaputt gegangen. Hier sind Leitern kaputt gegangen. Also, es können Dachsachen kaputt gehen. Problem ist, das ist. Ich komme nicht mehr hoch. Du musst mir ein Stück Leiter runterwerfen. Okay. Am besten gleich zwei Stücke Leiter. Und vielleicht besseres Baumaterial für die Wände? Die sind ja schon aus Stein. Ach so. Ja. Ja, wie gesagt, sonst ist man so gewohnt Creeper. Ach, egal. Passt schon. So ein bisschen aufs Heals achten, aber alles andere ist zweitrangig. Aber hier anscheinend nicht. Das sind auch Fackeln von den Wänden abgegangen. Geht's auf. So, ich möchte gerne hier diese Linie fortführen. Stellen uns mal. So, das mit dem Treppensetzen ist hier immer noch krampfig bei Minecraft. Was habe ich hier denn bekommen? Ancient Coin, okay. Lag hier mal so im Nirgendwo. Was ich aber super geil finde, da weiß ich auch noch nicht so ganz, von welcher Mods eigentlich ist, dass man, wenn man mit einer Spitzhacke was abbaut, direkt mit der rechten Maustaste Hackeln setzen kann, ohne dass man wechseln muss. Ja, also die Mod scheint hier auch drauf zu sein, aber die setzt bei mir hier Steine. Dann musst du das irgendwie nochmal. Also ich habe das auch schon gehabt, wenn ich die irgendwie in einem anderen Slot liegen habe. Dann habe ich auch schon mal, dass er was anderes setzt, aber ich kriege das immer wieder hin, ohne irgendwie in Menü zu gehen, dass er dann doch das Richtige setzt, das ich möchte. Denkst du auch? Also wir müssen bald anfangen, Felder anzulegen. Hier war ich schon mal, hier habe ich eine Fackel gesetzt. Eine Ente, ich habe eine Ente gehört. Ente gut, alles gut. Hier explodiert aber so einiges gerade. Ich sammle wieder einfach alles ein, um die Spitzhacke zu steigern. Wie viel brauchen wir denn? 415, okay. Also je höher das Level ist, desto mehr muss man auch aufwenden, um das Ding zu verbessern. Das ist ja kein Problem, weil wir brauchen sowieso alles an Material, was wir so bekommen können. Von daher einfach meinen, farmen, sammeln. Welche Höhe sind wir denn hier? 33, das ist eigentlich eine sehr schlechte Höhe. Denn wir sind nicht auf Goldniveau, dafür müssten wir eigentlich einen Ticken tiefer. Jetzt hier einfach auch mal. So, ich baue hier auf Sicherheit, damit, falls es Nacht wird, wir hier
dann nicht Probleme bekommen mit irgendwelchen Monstern. Deswegen baue ich hier sehr vorsichtig nach und nach erst alles ab. Ich habe Permafrost gefunden. Mhm. Was macht er so? Das ist halt so ein Block Permafrost. So, sind wir für 28, jetzt kommen wir langsam doch ab. 32 war doch, glaube ich, Gold zu finden, oder? Ich habe ja drüben auch schon Gold gefunden. So, hier ist wieder Osmium. Aber wo habe ich mich so gefreut vorhin und dann funktioniert das nicht. Schade. Ist wieder tonweise Gravel. Nicht bis dahin. Wir machen das nur bis hier. Wird schon wieder Nacht, also ich müsste jetzt eigentlich mich hier schwer beeilen, damit das jetzt noch zu ist. Bing, und da ist der Modificator. Was haben wir jetzt immer noch, Tin? Das heißt, das ist nicht verbessert worden. Wir hatten gesagt, bis hier. War auch gar nicht gut recherchiert. Am Ende kann das gar nicht mehr werden wie Tin. Ein Abbaulevel. Doch, jetzt bin ich auf Level Redstone. Das ist sehr schön. Dann werde ich mich jetzt auch langsam Richtung Redstone graben. Nämlich den Tinkersofen automatisieren. Weißt du was? Hm? Auch wenn hier diese schöne Höhle ist, ich werde gleich mal da, wo unsere Leiter ist, weiter nach unten graben. Du musst mir dann wirklich Leiterteile runterwerfen, sonst bin ich gefangen. Ich hab dir doch 48 Stück geschickt. Ach so, ich habe es noch nicht gesehen. Ich war jetzt mittlerweile unterwegs wieder. Ich mal gucken. Hast du die nicht aufgesammelt? Nein, da war ich nicht da, als du das runtergeworfen hast. Du hast gesagt, ich soll dir Leiterteile runterwerfen. Ah, oh, du warst... Die verschwinden doch, du musst die schnell einsammeln. Die werden da schon da liegen. Nein, die spawnen doch. Gesagt, gefällt es mir so noch nicht. Wann hast du mir die runtergeworfen? Ja, als du das gesagt hast, du musst mir dringend Teile runterwerfen. Da habe ich es gemacht. Gesehen, da war ich doch eine ganze Zeit lang hier rumgestanden und habe gewartet. 10 Sekunden später habe ich dir schon runtergeworfen. Ich habe aber lange noch hier gestanden. Hast du die vielleicht auf den zweiten mittleren Absatz geworfen? Das kann sein, ja. Weil ich bin ja ganz unten. Tja, dann sind die wahrscheinlich schon weg. Ja, ich bin jetzt im mittleren Absatz. Ja, 48 Stück. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Muss ich neue bauen? Ich habe keine mehr. Ja, wollen wir gerade schlafen gehen? Dann kannst du auch draußen tagsüber weiterbauen. Jetzt baue ich gerade noch schnell die Dinger ab. Ja, kann ich gerade selbst rausnehmen, dann habe ich sie direkt. Oder hast du schon? Ich leg noch rein, jetzt kannst du sie rausnehmen. So. Nicht da reinfallen, nicht da reinfallen. Jetzt habe ich seine Fackel noch hingehängt, hast du gesehen? Nee. Wo hängt sie denn? Irgendwo hängt sie jetzt da rum. Beim zu Bett gehen. Ach, jetzt bin ich in den Zwischengang hier. Oder? Hängst du da nicht? Weiß es nicht. Da haut er mich einfach. Ja,
Du siehst doch, dass ich ein Werkzeug in der Hand habe, hier am Arbeiten bin. Ich mag doch nicht Sadomaso-Spiele. So, das hier kann dann auch weg. So, wie weit gehe ich denn mal runter? 24? Oder nee, Gott, ich gehe tiefer, ich gehe schon auf Dia-Ebene. Sagen wir mal 10. Ja, oder 11, wenn man einfach ein Stück runterfällt. Wie gut, dass hier kein Lava war. Aber Höhlentomaten gibt's hier. Das war zu viel. Hast du gewusst, dass man auf eine Leiter umsteigen kann? Wie umsteigen? Wenn zwei Leiter nebeneinander sind, kann man da einfach umsteigen. Ich habe nämlich die Leiter, die weiter runterführt, einfach ein Stück nebendran weiter nach oben gesetzt. Man, während man hochklettert, einfach rübergehen auf die andere Leiter. Ohne, dass man irgendwie zwischen absetzen muss. Mhm. Schlau, wa? Man kann sich auch runterfallen lassen und wenn du dich dann gegen die Leiter wieder gegendrückst, ein Stück weiter unten, passiert dir nichts. Ja. Lapis Lazuli. Oh, ich hatte jemanden versucht anzuskypen. Oder auch nicht. Halt für sowas jetzt. So, mal hier hochgehen. Zwei Treppenstufen noch. Mesidohr. Okay. Hier ist auch Vulkangestein. Oh, Ielorit dürfen wir nicht abbauen. So, ich bereite hier mal sowas vor, dass wir hier so Strip Mining machen können. Mhm. So, ich habe hier was drauf bekommen. Elite. Vielleicht Reinforce 2. Und hier ist noch ein Redstone. Das ist Ruby. Ah! Ah! Hilfe! Was ist los? Krass. Hier sind 1000 Käfer. Ich habe einen Stein gerade abgehakt. Hier sind 1000 Käfer. Was für Käfer? Keine Ahnung. Käfer. Termiten. Der dabei? Nee. Muss ich bald abnehmen. Weiß nicht, ob die. Hör doch, die machen mir Schaden. Können sie nicht töten? Jetzt habe ich das schon wieder abgebaut. Boah, lass mich auf die Leiter, du blöde Termite. Oh, ein Mist jetzt aber auch. Groß? Nee, die sind klein. Ach, jetzt kann ich sie töten. Ah, Hilfe. Die haben auch nicht viel Lebensenergie. Aber halt, weil es so viele sind, ist das echt schlimm. Die Plage. Ja, dann weiß ich ja schon, dass ich hier irgendwie so Angriff der Killer-Termiten die Folge nenne. Aber ich muss noch ein Bild machen. Jetzt muss ich auch schnell ein Bildchen machen von diesen vielen tausend Termiten. Ohne, dass sie mich möglichst töten dabei. Jetzt hör auf, mich anzugreifen, du blödes Ding. Ich muss doch ein Foto machen, Mensch. Ihr seid die Hauptstargäste. Wenn ich euch jetzt alle vorher töte, dann habe ich kein Bild mehr. Jetzt machen sollen, wo es noch so viele, wo die alle auf einem Haufen waren. So, jetzt habe ich ein paar gemacht und bin gestorben. Alles für die Wissenschaft. Ich nehme jetzt ein Schwert mit runter. Termin? Ja, wir müssen uns auch mal Rüstung bald bauen. Wir haben ja genug Eisen eigentlich jetzt. Aber es ist echt gut zu wissen, dass man aus dem Tinkersofen gleich doppelt so viel rauskriegt. Das ist gerade fürs Early Game sehr, sehr gut.
Mistviecher, die können mich angreifen, ohne dass ich sie angreifen kann. Das finde ich gemein. Das ist wirklich gemein. Helft die mit dem Schwert nicht? Soll ich helfen? Naja, wäre vielleicht nicht verkehrt, weil ich pack das hier nicht. Du bist doch hier bei mir. Ne, ich bin gestorben. Mal wieder. Dann muss ich erstmal abladen gehen. Ja, mal hier ein bisschen sein. Ich habe aber keine Fackel mehr. Dann brauchen wir nicht, hier ist hell genug. Weil hier ist Lava. Ich bin sofort da. Ich muss aber mein Schwert erst noch reparieren. Das ist ganz kaputt. Ich brauche ein... Achso, das habe ich unten. Die Termiten fressen sich in Holz rein. Das machen Termiten so. Ja, aber hier ist auch kein Holz. Ich habe auch kein Holz abgeschlagen. Oder gibt es seit neuestem Steintermiten? Ich treffe blöde Vieh nicht. Wenn die irgendwie von einer höheren Höhe auf den Boden fallen, sind sie auch tot. Triffst du die mit dem Schwert? Ah, den kriege ich wieder nicht hier. Plagegeist. Man muss sie eigentlich nur einmal treffen, dann sind sie tot. Naja, ich weiß, aber bis du mal getroffen hast. Also ich meine, die sind jetzt tatsächlich nicht so lästig wie diese Hellcats und etwas Hellfishes. Aber blöd sind die schon. So, wir wollen machen hier 5 breit Gang. Einmal geradeaus durchziehen von hier aus. Nee, Quatsch, ein bisschen versetzt, würde ich sagen. Machen wir ihn ein bisschen versetzt. Ja, wie sieht denn jetzt aus mit besseren Werkzeugen? Weil ich habe ja immer noch hier Feuerstein, gell? Ja, ich habe halt noch nicht das Endmaterial, sag ich mal. Mach mir doch jetzt bitte was aus Kupfer, weil ich meine... Du kannst dir das selbst machen. Du musst nur in den Ofen gehen, da ist noch Bronze drin. Du kannst dir das gerade selbst gießen. Mal ein bisschen Licht angebracht. Wo? Im Treppenaufgang. Redstone. Sehr schön. Oh, dir! Wo ist denn diese Spezialspitzhacke? Ach, scheiße, ist die überhaupt auf Diamant-Level? Meine Diamond, diese hier, die ist auf Diamant-Level. Ich muss hier mit abbauen. Ich muss alle Teile damit bauen, oder? Ja, es macht Sinn, alle Teile damit zu bauen. So, dann legen wir die Teile wieder hier rein. Haben wir hier alle Schablonen schön drin. Sehr gut. Und dann können wir uns jetzt endlich mal was Vernünftiges hier bauen. Ist halt so ein bisschen nervig, wenn du ihm eine Banane gibst, dann baut er dir alles zusammen. Aber wenn du halt irgendwie versuchst, auf freundlich, dann
kommt nichts. Wo sind denn die Sachen? Ich hab die nicht im Inventar. Die Bronze-Sachen, die gegossen wurden. Sind in der Kiste. Die werden automatisch abgesaugt in die Kiste. Können wir jetzt eigentlich mal die Taumium-Axt lagere ich jetzt auch mal ein, weil ich habe eh keine. Eigentlich könnte ich mir ja dann auch. Was brauchen wir für Bronze? Wie, was meinst du, was brauchen wir für Bronze? So, ich habe das immer so gemacht, dass man jetzt hier einfach hochlaufen und rübersteigen kann. Wir müssen mal Kisten unten hinbauen. Jetzt bin ich aber schon auf dem Weg nach unten. Macht ja nichts. Laden wir hier oben mal ab. Ich habe da so eine Idee. Wollen wir dann hier vielleicht ein Transportsystem schon mal hinbauen, das uns die Sachen nach oben transportiert? Wenn wir schon dafür Basic Items haben. Ja, wir brauchen ja nur Glas und wir brauchen Gold. Ja, genau, Gold. Ein paar Dias. Ja, können wir machen. So, dann sind noch die Öfen sind auch hier. Das ist schon mal schön. Müssen wir mal kurz. Nehme ich mal schnell einen Timer. So, ich hatte alles, was mit Metall zu tun hat, nach unten gebracht. Es kann also sein, dass hier oben kein Gold liegt. Aber hier sind 9 Gold. Und hier ist auch Taumium. Deine Kupferspitzhacke liegt hier drin. Ja, die ist aber nicht die super gute. Das ist, die kann eigentlich in Müll dann. Und hier sind ganz viele Erze drin. Warum sind die denn hier oben? Die Erze gehören doch unten hin. Weil ich die in den Tinkersofen schmeißen will. So. Als hier verdoppelt. So, ich brauche Stickies. Ich muss mal Stickies machen. Wo habe ich denn das Glas eingesteckt? Ach so, weil es im Ofen war. Ja, wir müssen ein Sortiersystem uns erfinden. Das ist alles noch ein bisschen provisorisch. So, da müssen wir ein paar Redstone-Fackeln nämlich machen. Ich versuche mich mal zum Tinkersofen durchzuschlagen, die Sachen schon da abzuliefern. Wir wollten ja noch eine Tür auf der anderen Seite. Bob, du darfst nicht zu viel reinschmeißen, da passt nicht so viel rein, der ist schon ziemlich voll. Okay. Sonst kriegen wir auch zu viel Bronze und so. Deswegen, ich hab das schon so quasi mehr oder weniger im Griff. Muss jetzt nur hier Spezial-Items herstellen. Entschuldigung. So, wir werden jetzt mal ein Transportsystem bauen. Dafür brauchen wir ein paar Sachen. Wir brauchen zum einen hier Glas, wir brauchen Holz. Das müsste hier oben sein. Du kannst manual Gold abfüllen, wenn du möchtest. Du kannst manual Gold schon abfüllen, wenn du möchtest. Ich habe hier Gold gefunden. Ah, okay. Außerdem ist gerade Nacht, jetzt gehe ich eigentlich nicht so gerne raus. So, wir nehmen das Glas, setzen das in die Mitte, machen außenrum Holz. Da bekommen wir ja Holztransportrohre. Ich mache mal 16 Stück, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen das Holz wieder raus. Jetzt nehmen wir hier das Gold und legen das da rein. Davon machen wir mal maximal viele, das sind also 56 Stück geworden. Und jetzt bräuchten wir noch Diamanten. Da müssen wir mal gucken, wo die sind. Die sind wahrscheinlich unten. Oder habe ich das? So. Was haben wir denn hier? Ein Stein dazu. Ja, natürlich so, nicht. Hier sind die Diamanten, das ist schon mal gut. Wie viele Diamanten machen wir denn? Achso, ja, wir müssen ja ganz viele Diamantrohre bauen, gell? Ja. Ja, die ja gar nicht so. Wir kriegen ja für das Sortiersystem schon, aber wir kriegen ja 8-mal die aus einem raus. Also so die Basic-Sortiersachen, die gehen schon. So, das hätten wir also auch schon. Jetzt brauchen wir einen Holz. Jetzt brauchen wir Redstone-Motoren. Ich tippe mal einen Motor. Der Timer ist halt schon aufwendig hier.
So, was ist das hier? Ah, das ist ein Kreativmotor. So, wir brauchen Glas, wir brauchen Kolben, wir brauchen Holzzahnräder, die so hergestellt werden. Lass uns mal werden. Kurz hinlegen, bitte. So. Ach so, was bin ich hier? So, Holzzahnräder machen wir als erstes mal. Oh, ich habe hier irgendwie. Hm? Ich glaube, da ist ein Spezialskelett-Dings da draußen. Irgendwie kein Standard-Froschkasten. Der ist verzaubert. Er hat ganz viel Lebensenergie. Und ist böse, der tut weh. Was hat er? Ganz viel Lebensenergie. Hm. Rare Thorn Scorpion of irgendwas. Ey, das kannst du vergessen. Das Vieh ist scheiße, wenn das da liegt. Sollen wir zu zweit draufschlagen? Sprint one up begins Bullwalk. Wenn du ihn schon mal weglockst, dann kann ich mal meine Sachen holen. Aha, ich bin auch tot. Lock ihn weg. Oh, Mann, ey. Richtig rein. Wenn man jetzt ein paar Steine könnte man ihn einbauen. Ist er jetzt irgendwie. Ist er hat er sich wieder geheilt oder so? Weiß es nicht. Wo ist er denn? Der ist jetzt irgendwo um die Ecke verschwunden. Ich bin weggelockt. So, jetzt bauen wir uns hier. Ganz schön einen Timer hin. Dafür brauchen wir einfach einen Block hier unten. Und dann mit dieser Timer da drauf gesetzt. Das ist mal so ein bisschen die Frage. Ist natürlich out, ist richtig, genau. So, da muss jetzt die Schablone hier eingelegt werden. Klack. Und jetzt sollte er eigentlich, genau, jetzt füllt er hier schön ab, aber wir wollen Eisen abfüllen. Nee, Gold, du brauchst erstmal Gold, ne? Wo ist er jetzt wieder hin? Kann jemand den Skorpion sehen? Ah ja, da ist er. Wir haben doch so viele Herzen schon wieder auf. Da ist noch was. Das war doof, weil jetzt war ich schon wieder aufgeladen. Der hat sich geheilt. Nee, oder? Dann brauchen wir, dann machen wir mal gucken. Wir haben ja, wenn ich, machen wir jetzt aus Bronze, mache ich uns Rapiers. Ich hatte ihn schon fast platt. Ich mache hier noch eine zweite, ich baue hier, glaube ich, noch einen zweiten Abfüller hin. Das ist doch blöd. Wir müssen hier alle 4 Sekunden kriegen wir hier ein Ding raus. Das braucht ja ewig. Was habe ich denn jetzt hier? Taumium? Wie viel Eisen brauchen wir denn für eine Vollrüstung? Das sind 8. 12. 19. Ja, das dauert noch ein bisschen. So, wir haben ja hier drüben unser, ich würde sagen, dann ziehen wir hier einmal Holz durch. Also als Stützbalken in der Mitte. Das sieht, glaube ich, besser aus. Ach, sieh an. Hm? Das ist natürlich jetzt doof.
gibt's denn hier unser böses Kind wieder? So, jetzt habe ich aber nicht das gebaut, was ich bauen wollte. Mist. So, hier oben, das lasse ich mal gerade, weil ich habe hier später noch was vor. Da kommt später noch eine zweite Baustufe dazu. Deswegen lassen wir das erstmal so. So, jetzt können wir auch hier ein bisschen umbauen. Jetzt haben wir ja hier mehr Platz. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nur so nebenbei. Ich bin hier gerade konzentriert. Klingt blöd, ich weiß, aber ist tatsächlich so. Erzähl nochmal. Ja, war nicht so wichtig. Ich bin gerade hier am gucken, wie man das hier noch bauen kann. Aber so ist doch hier hinten der Anbau schon mal ganz großzügig, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist ganz gut. Das, glaube ich, reicht auch. So, oh, also wir müssen schon mal unsere Anlagen umbauen, das hatte ich gesagt. Rapier ist Damage Low. Wollen wir Rapier dann Longsword? Das überlasse ich mal dir. Armor Piece 8, dann machen wir Rapier. So, also hier haben wir jetzt echt einen guten Ausblick. So, wir könnten auch die Kisten mal nach da hinten bringen. Weiß nicht, ob ich Knife oder Sword machen muss. Warte mal mit den Kisten nach hinten bringen, bis ich kurz hier fertig bin. Och, ich mache einfach beides jetzt mal. Was soll der Geiz? Ach, schon wieder. Das Ding geht andauernd kaputt. Ich habe schon wieder keine Feuersteine mehr. Ja, ich muss mir jetzt auch mal eine Spitzhacke bauen. Eine Axt bauen, die was taugt, weil die hier taugt nämlich einfach nichts. So, das ganze Haus wäre jetzt schon mal damit ein bisschen größer gebaut. Hier, das können wir noch wegmachen. Mhm. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt doch schon mal gut. Gar nicht zugehört. Doch, das ganze Haus ist größer geworden. So, unser Eingang zur Mine ist natürlich jetzt mitten im Zimmer. Kann man den Timer eigentlich auch anhalten? Das weiß ich nicht. Fällt mir mal gerade so ein. Ja, kann man. So, nee, das wollte ich nicht bauen. Ich wollte das bauen und dann Bronze. Was möchtest du für ein Werkzeug haben? Eine Axt, aber lass uns das mal lieber in der nächsten Folge machen, weil das ist schon wieder 38 Minuten die Folge. Oh ja. Tja, wir haben schon wieder schwer überzogen. Eine Doppelfolge geworden hier. Schon fast eine Doppelfolge geworden, ja. Ja, dann beenden wir doch die Folge hier in unserem schönen neuen Anbau, der Klaas kommt. Mhm. Jetzt können wir auf jeden Fall hier alles sehen, alle Monster können wir sehen. Auch Tintenfische mit blöden Hüten. Und wir wollten ja auch nochmal eine Expedition machen in die Eiswüste da drüben, weil da ist nämlich noch ein Tempel, das weiß ich. Komm mal her. Hm? Gib dir doch was. Komm mal hier, ein Geschenk. So, gut, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.